Jo Leute, was geht? Und ja, wie ihr seht, wird das heute mal ein etwas anderes Video, denn ich muss mit euch reden. Ja, in den letzten paar Streams wurde ich schon mal öfters gefragt, warum ich so depri wirke. Und ja, der Grund dafür ist, weil ich es einfach bin und das schon seit sehr vielen Jahren. Ja, manchmal gibt es halt so Momente im Leben oder so einen Punkt im Leben, wo man sich eingestehen muss, dass es ohne Hilfe einfach nicht mehr weitergeht. Ja, mein Leben ist halt gefolgt von Depressionen, Suizidgedanken, Mobbing und ja, das hat eigentlich schon damals in der Schule angefangen. Ihr könnt mir ruhig glauben, es fällt mir wirklich nicht leicht, dieses Video zu machen. Ja, wie gesagt, es hat damals alles schon zur Schulzeit angefangen. Ich hatte damals 0,0 Selbstvertrauen, wirklich überhaupt kein Selbstvertrauen. Und ja, dadurch war ich natürlich leichtes Ziel und das haben die anderen natürlich schamlos ausgenutzt. Und ja, dadurch hat man natürlich sehr wenig Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen. Man hält sich ja für einen Versager. Man denkt, man ist überflüssig. Dazu kommt man halt dann mit der Zeit, weil das, wenn das wirklich sich über Jahre halt zieht, Suizidgedanken, die sich halt zum Glück nicht bewahrheitet haben. Ja, dadurch hatte ich halt auch so einen ganz kleinen Freundeskreis von zwei Freunden und ja, mit einem Kumpel bin ich halt auch damals dann auf Gras gekommen, haben wir einfach mal probiert und durch das Zeug habe ich einfach gemerkt, so, dass es halt nicht mehr so schlimm ist, wenn man gemobbt wird oder so. Und das ist aber genau der Fehler, denn durch den Drogenkonsum, sage ich jetzt mal, hat sich das jetzt immer wieder verstärkt und ja, wenn man das halt über Jahre macht, dann macht das wirklich einen körperlich und auch psychisch sehr kaputt und deswegen lasst auf jeden Fall wirklich die Finger davon, macht es nicht einfach nur, um irgendwie cool zu wirken oder so, weil es kann wirklich einiges kaputt machen. Es gibt natürlich Leute, die können es nur hin und wieder machen, aber ich bin halt so ein Typ, entweder ganz oder gar nicht und ja, wie gesagt, das hat sich halt durch die komplette Schulzeit durchgezogen und ja, dadurch hatte ich halt auch, wie gesagt, nur ein kleines Freundeskreis von zwei, drei Freunden. Meine erste Beziehung hatte ich erst mit 22 und ja, seitdem hat sich eigentlich auch mein Selbstvertrauen, sag ich mal, gestärkt. Von Tag zu Tag wurde mein Selbstvertrauen immer besser. Und ja, das, was halt geblieben ist, sind halt die Depressionen, gefolgt von dem jahrelangen Drogenkonsum. Und ja, ich bin halt im Moment an diesem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr ohne Hilfe weitergeht. Und ja, deswegen brauche ich auch eine Pause und werde mich halt auch zwangseinweisen lassen. Geplant sind 21 Tage, am Montag geht's los und ja, wie gesagt, wenn ihr auch betroffen seid davon oder so, schämt euch auf jeden Fall nicht oder habt keine Angst, euch irgendwie Hilfe zu suchen oder so. Denn schwach seid ihr auf jeden Fall nicht. Schwach sind nur die Leute, die sich an die Leute vergreifen, die psychisch angeknackt sind oder die halt kein Selbstvertrauen haben und sowas. Das sind halt nur die schwachen Leute. Wenn ihr euch Hilfe sucht und wirklich was dagegen macht, dann zeigt ihr wirklich Stärke und es kann einfach nur besser werden. Ja, wie gesagt, ich brauche halt jetzt erstmal eine Pause. Ab Montag wird es dann, wenn, wird es halt erstmal keine Videos und auch keine Streams mehr geben. Geplant sind halt 21 Tage. Ja, hängt halt immer davon ab, wie man halt fortschreitet. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann auch wieder dann am Start seid, wenn ich dann ja wieder da bin. Ich werde dann, sobald ich wieder da bin, ich werde auf jeden Fall nicht komplett mit YouTube aufhören oder sowas, da braucht ihr keine Angst zu haben. Sobald ich wieder zu Hause bin,
werde ich natürlich auch dann direkt wieder losstarten. Ja, ich wollte auch dieses Video machen, um euch einfach zu informieren und auch vielleicht den einen oder anderen Betroffenen vielleicht auch etwas Mut zu machen oder sowas. Und wie gesagt, holt euch einfach Hilfe. Braucht ihr euch wirklich auch nicht für zu schämen und auch keine Angst zu haben. Und ja, wie gesagt, am Montag geht's los, heute Abend und morgen werden es auf jeden Fall nochmal 2 Streams geben auf meinem Hauptkanal. Dieses Video werde ich jetzt auf beide Kanäle hochladen, damit auch wirklich alle Leute dann Bescheid wissen und sich nicht wundern, warum auf einmal kein Content mehr kommt. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Haltet die Ohren steif. Bis dahin, Leute.